So, da wären wir wieder. Eben gerade waren wir eigentlich in Fort Mehren. Oder Port Mehren. Naja, das Schloss Ende Akt 1 halt. Wir hatten gerade überlegt, ob wir mit Talana versuchen, das irgendwie noch rumzureißen oder rauszukommen. Jetzt ist allerdings in der Zwischenzeit das Hauptspiel rausgekommen. Also nicht die Early Access Version, die wir gespielt haben, sondern das eigentliche Spiel. Ich versuche jetzt einfach mal den Speicherstand genauso zu laden, wie er eben gerade war. Es könnte da zu Problemen kommen und deswegen wollte ich das Ganze einfach mal mit euch zusammen machen. Also, laden. Da, LP12. Laden. Ja. Der Ladebildschirm ruckelt immer noch. Das hatte ich mir eigentlich erhofft, dass es in der Vollversion ein bisschen flüssiger ist, aber... Das könnte erst mal meinem Rechner liegen. Und es ging schneller, das Laden. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich sehe keine wirklichen Probleme. Also außer, dass unsere Helden alle verprügelt sind. Aber spieltechnisch sehe ich keine Probleme. Warum ist der Hammer jetzt gelb und nicht mehr rot? Oh, vielleicht gibt es jetzt beschädigt und doll beschädigt oder so. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr... Genau, ich bin sehr gespannt, was für Änderungen alle da sind. Das Ding da habe ich jetzt bekommen, komischerweise direkt ins Inventar, weil ich den Code von der Diskette von der Gamescom eingegeben habe. Eins der wenigen guten Sachen, die von der Gamescom gekommen sind. Der Rest der Zeit war da doch ziemlich einfach nur rumgelaufen. Ja, nicht abschweifen, wir wollen töten. Oder eher weglaufen. Also, gefühlt sind wir mit dem Dungeon fast durch. Es fehlt nur eine kleine Ecke. Problem ist allerdings, wir haben nicht genug Zaubertränke und wir haben nichts zu essen. Die Hinweise brauchen wir nicht mehr, danke. Wir haben keine Möglichkeit, die Helden aufzuwecken. Nee, dazu hat sie zu wenig Zauber. Nee, gut, wir müssen raus. Das heißt, wir gehen raus. Hoffen, dass die Vollversion jetzt nicht irgendwie Probleme verursacht, dass Gegner wieder auftauchen oder so. Eigentlich müsste der Weg nach draußen ja vollkommen frei sein. Und ich höre jetzt schon das Kampfgeräusch. Aber die Ladezeiten sind echt viel besser geworden. Sehr schön. Ja, also wir haben irgendwo einen Gegner. Wenn ich nicht so wirklich sehe, wo. Ich kann mich durchgehend bewegen. Das ist kein gutes Zeichen. Vor allem, solange wir im Kampfmodus sind. Wir können uns nicht frei bewegen. Da bewegt sich auch jemand. Ich höre mit dürren Schritte trapseln. Ja, sie kann die Tür nicht öffnen. Das ist ein Problem. Aber wir können jetzt nicht einfach zur nächsten Etage laufen und runtergehen. Auch wenn ich es trotzdem mal versuchen werde. Sie wird dann nämlich auch sagen, dass sie jetzt... Gegner. So, du, Talana, musst jetzt alleine das da umbringen. Elite-Miliz. Viel Spaß. Kein Zaubertrank. Du. Das da. Oh, und weg mit dir. Und das war nicht der einzige Gegner. Boah, Talana. Hast dir was vorgenommen? Oh, da ist was. Zwei Elite? Nein, normale Elite. Weg. Genau, alle daneben hauen. Das ist ganz schön im Bad, Talana. Weg mit dir. Immer noch rot. Okay, dann trink gleich noch einen von diesen ganz tollen, teuren Tränken. Und töte alles, was du finden kannst. Wir müssen nämlich hier runter. Oh, Kiste. Das würde ich aber gerne markieren. Oh, wenigstens geht die Minimap wieder. Kiste.
Also müssen jetzt aktiv Gegner suchen. Komm, put, 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 put. Wo versteckt ihr euch? Oh. Konnte mich eben gerade nicht bewegen. Und ich höre viele Füße. Jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Ne, da geht's wieder runter. Also hier in dem Bereich ist es schon mal nicht. Gucken wir kurz hier hin. Da ist noch eine Tür. Okay, erstmal kämen wir doch mal. Ah. So. Also es scheint zu kleineren Problemen zu kommen, wenn man einen Early Access Speicherstand importiert. Aber ich hoffe mal, dass das mit den Gegnern jetzt so ziemlich der einzige Bug ist. Es wäre schade, wenn wir jetzt nochmal ganz von vorne anfangen müssten. Also klar, es gibt jetzt neue Klassen. Das könnte das Ganze noch interessanter gestalten. Zum Beispiel sowas wie ein Paladin, was für Gerogon ganz praktisch wäre. Der ist ja meistens ein Paladin. Ja. Dingo hier. Aber trotzdem, den ganzen Akt nochmal zu machen, wäre ein bisschen doof. Aber es sieht fast danach aus, weil die Gegner sind hinter dieser Tür. Und da kommen wir nicht ran. Hast du jetzt irgendeinen Zauber, den du benutzen könntest? Um zu gucken, wo die Gegner sind zum Beispiel. Verbesserte Sehfähigkeit, Vorhandensein von Geheimnissen. Ja, such mal einen Weg nach da drüben, um die Gegner zu töten. Nicht gut, gar nicht gut. Nee. Also oben waren wir überall, hier unten können wir nicht weiter. Wir können nicht raus. Das heißt, der Speicherstand ist Murks. Dich haben wir da eben gerade gemacht, ne? Den Autospielstand. Gucken wir mal kurz. Also der Autosave wird bestimmt der sein, wo wir gerade von oben hier runter gehen, wo es verpackt ist. Und das wird dann keinen Unterschied machen. Also wir müssten dann, wenn, den Speicherstand davor laden. Bookmelon Level 3, ja. Oder wir preschen vor, wo Engel furchtsam walten und machen das ganze Teil einfach mit Talana zu Ende. Was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber ein Versuch ist es wert. Komm. Ok, ok. Müsste ja nur noch der Boss gewesen sein. Tür ist anderswo gesteuert, okay. Also. Klick, klick. Wo? Ah, da hinten ist eine Tür. Von woanders gesteuert. Hier waren wir gerade. Hier. Aha. Keine Gegner und eine schöne Kiste. Okay. Alles plündern. 1500 Gold und magische Sachen überhaupt. Trinken. Trinken. Umsortieren. Ich glaube, langsam wird sich das Packpferd doch auszahlen. Noch irgendwas hier? Außer, dass mir auffällt, dass die Grafik echt schön geworden ist. Hier? Nein. Was bist du für ein Klumpen auf dem Boden? Achso, du bist eine hingefallene Fackel. Dann musst du ausgehen, wenn du hinfällst. Keine Gegner. Hm. Oh, hallo. Unauffälliger Mensch vor der Tür. And here comes the cavalry. Well, at least this time we got paid. Not a moment too soon, I might add. Thank you, Raiders. Maxim. So, jetzt kriegen wir von ihm den Auftrag, seine Augen und Ohren zu sein und uns ins Ziel helfen, umzugucken. Dank eurer Taten ist auch meine Tochter außer Gefahr. Allein dafür stehe ich ewig in eurer Schuld. Mhm.
Ich bin John Morgan, Barongemahl von Wertheim und neuer Statthalter der Aggen-Halbinseln. Also der oberste Herrscher hier in dem Gebiet. Die Einheimischen wissen, wie man eine Begrüßungsfeier ausrichtet, nicht wahr? Ja. Einer der Banditen hat einen Brief bei sich. Die Imperatorin hatte mich gewarnt, dass die Lage hier schlimm sei. Aber sie ist sogar noch schlimmer, als ich dachte. Es sind nicht nur Banditen, sie sind organisiert, dreist und scheinen einem größeren Plan für die Halbinsel zu folgen. Ich muss herausfinden, wer hinter dem Angriff steckt. Auftrag Morgans Augen und Ohren. Don't we have better things to do? Wahrscheinlich, Talana, wahrscheinlich. Ich werde ganz direkt sein. Mir stehen nur eine Handvoll Männer zur Verfügung, um den Frieden zu bewahren. Karsal hat die Tore geschlossen und steht allen Anschein nach kurz davor, seine Unabhängigkeit zu verkünden. Und ich weiß nicht einmal, wer überhaupt unser Gegner ist. Ich brauche Leute wie euch. Oder Personen. Steht nur Talana vor dir. Die mir Augen und Ohren ersetzen. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Als offiziellen Vertreter des Imperiums sind mir die Hände gebunden. Wenn ich Truppen einsetze, werden das unsere Nachbarn als militärischen Eingriff betrachten. Ihr jedoch seid nur Schatzjäger. Plündern. Und habt keine Bindung zum Imperium. Ich bitte euch nur darum, dass ihr tut, was ihr immer tut. Erforscht die Halbinsel, redet mit den Leuten, folgt eurem Instinkt. Ich verlange nicht, dass ihr unnötige Risiken eingeht. Aber haltet mich über alles auf dem Laufenden, was ihr auf euren Reisen entdeckt, das uns dabei helfen könnte, den Drahtzieher dieser Angriffe zu identifizieren. Okay. Die Türen öffnen sich plötzlich und die Prätorianer eilen herbei, um den Statthalter zu verteidigen. Erst als sie den Neuankömmling erkennen, entspannen sie sich. Willkommen zurück, Lev. Freunde, das hier ist Lev, unser Kundschafter und Greif. Na, hihi. Eine Gruppe von Elfen? Sie haben mich mit Pfeilen beschossen und sich dann schnell in die Schmiede zurückgezogen. Don't we have better things to do? Ha, wenn man vom Gesichtslosen spricht, tauchen seine Schatten auf. Also, jetzt nach den Banditen haben wir es mit Elfen zu tun. Und Levs Greife werden euch zur Schmiede Elemente bringen, damit ihr Nachforschung anstellen könnt. Ja. Ich will aber gar nicht. Thronsaal ist ein sehr schöner Thronsaal. Ich wollte aber nicht unbedingt zur Schmiede der Elemente. Ich würde eigentlich ganz gerne schlafen. Die hätten mir wesentlich mehr geholfen, hätten sie mir ein Stück Brot gegeben. Aber gut. Gucken wir mal, wo jetzt der Greifenhorst ist. Hier waren ja eigentlich vorhin ganz viele geschlossene Türen. Hier zum Beispiel. Ganz schön neblig. Tür öffnen. Oh, du siehst aus wie ein Greifenhorst. Und du siehst aus wie ein Greif. Du bist Horst. Don't we have better things to do? Begebt euch zur Schmiede der Elemente. Hör auf, das... Du bist komisch. Also, Talana mit drei halbtoten Helden auf dem Rücken fliegt jetzt auf einem Greifen zur Schmiede der Elemente. Ich hoffe, sie kommt gerastet dort an. Da wären wir, die Schmiede der Elemente. Keine Spur von den Elfen, die ich zuletzt hier gesehen habe. Seid vorsichtig, sie könnten immer noch hier sein. Ich werde hier, wo ich warten, und mich um die Greifen kümmern. Sagt mir Bescheid, wenn ihr nach Port Merryn fliegen wollt. Ja. Genau, ruh dich aus. Oh, das ist ein Teleporter. Ich würde gerne hier weg. Aber sieht aus wie eine Bergspitze. Schmiede Elemente Stufe 3 betreten, was?